Immer wenn ich eine Nade werf, kommt jemand um die Ecke, Digga. So useless in diesem Game. Hä? Hier oben hat einfach mit einem Panzer. Jemand hat auf dem Turm einen Panzer. Was ist denn mit ihm los, Digga? Der Gase inhaliert oder was? Ey, ich mach richtig Apex Legends Movement gerade, oh mein Gott. Hier kommt, links neben dir. Was? Eingeholt. Links ist noch einer, da ist noch einer. Nein, ich muss nachladen. Warte, ich komm zu dir. Kannst du dich holen, oder? Ja, ich versuch's, ich lande gleich bei dir. Was geht auf YouTube? Mein Name ist Kilian Aga Kichan und welcome back zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich weiß, ich rede ein bisschen schnell, aber Jungs, es ist wie es ist. Nichtsdestotrotz ist die Battlefield Beta jetzt schon seit einigen Tagen draußen und ich muss sagen, langsam habe ich mich ein bisschen eingegroovt mit dem Aim und dem Movement und allem drum und dran und ich finde es pretty decent, muss ich sagen. Ich finde das Game echt ziemlich nice. Mein einziges Problem ist tatsächlich die Map, aber auch hier habe ich meine ein, zwei Favorite Spots gefunden, um meine Kills abzustauben. Dementsprechend muss ich sagen, bin ich relativ zufrieden mit der Beta und habe echt Bock auf das neue Game und bin auch sehr froh, es vorbestellt zu haben. Wobei ich ein bisschen Angst hatte, das vorzubestellen, weil, naja. Auf jeden Fall habe ich jetzt nach mehreren Testen, mehreren Stunden Spielzeit auch mehrere Aufsätze probiert und tatsächlich eine Variante gefunden für jede Waffe, außer die Sniper, mit der sich meine Performance um einiges verbessert hat. Und darum geht dieses Video. Denn der Grundgedanke von EA ist klar. Der Grund, warum wir die Aufsätze im Spiel ändern können, ist eigentlich so gedacht, dass basierend auf unseren Entscheidungen und auf unserer Voraussehung, okay, der nächste Gegner kommt eher auf einer mittleren Distanz, auswählen können, was für Aufsätze wir haben, um dementsprechend in dem nächsten Gunfight einen Vorteil zu haben. Sprich, wir sind in Closed Quarter, wir stellen kurz die Aufsätze um, auf Rohpunktvisier, anstatt ein Vierfach-Zoom zum Beispiel. Und wenn wir wissen, okay, es geht jetzt mehr auf die längere Range, nehmen wir den Schalldämpfer ab und machen wir das Vierfach-Zoom rauf. Das ist die Intention von Battlefield und die ist meiner Meinung nach ein bisschen unnötig, denn sind wir ehrlich, wir wollen nicht in jedem Leben 7-mal unsere Aufsätze ändern. Und ganz ehrlich, das müsst ihr auch nicht. Dementsprechend habe ich angefangen, nur Aufsätze für meine Waffe zu verwenden, die das Handling verbessern, was das A und O ist, und dazu noch die Accuracy, also die Genauigkeit auf Deutsch heißt das, glaube ich, oder Präzision, genau. Lol. Dementsprechend ignoriere ich total alle Aufsätze bezüglich Firepower und Range, da ihr so oder so den Unterschied nicht wirklich spüren könnt, meiner Meinung nach. Nicht nur sind eure Waffen dann genauer, aber auch der Rückstoß ist viel geringer und seitdem ich diese Aufsätze benutze, läuft es tatsächlich viel, viel besser. Dementsprechend sind das meiner Meinung nach aktuell die besten Aufsätze, die ihr auf alle Waffen, sprich das LMG, die ARs und die SMGs packen könnt. Überzeugt mich vom Gegenteil. Allerdings hat sich das für das Beste erwiesen bis jetzt. Dazu muss man noch sagen, ab und zu ist es ganz nice, einen Schalldämpfer raufzupacken, wenn ihr alleine hinter der gegnerischen Front seid und nicht wollt, dass sich alle Gegner auf einmal umdrehen, was mir immer passiert, weil ich immer den Schalldämpfer vergesse. Aber dafür haben wir das Menü. Wenn ihr mal in der Situation seid, dass ihr von hinten kommt, ein Homo, einfach den Schalldämpfer rauf und ab dafür. Ansonsten ist das meiner Meinung nach das Wichtigste zu den Aufsätzen. Man muss bedenken, dass es nicht alle Aufsätze sind, die wir im fertigen Spiel haben werden. Auch nicht alle Visiere. Und was die Visiere angeht, das ist eher Personal Preference. Ich persönlich bevorzuge es aktuell, ohne Visier zu spielen. Frag mich nicht wieso, aber wenn ich das Ironsight benutze, treffe ich um einiges besser, als wenn ich einen Red Dot habe. Ja, mit dem Rotpunktvisier, Jungs, ganz ehrlich, ich treffe mehr Bäume als Menschen. Also im Hintergrund sieht auch ein paar Gameplay-Ausschnitte von der Beta mit meinen zwei persönlich Favoriten der Waffen. Einmal das LMG und einmal die AR. Ich habe tatsächlich den Namen jetzt gerade vergessen. Ist aber nicht die AK-Variante, sondern die andere. Erinnert mich jetzt persönlich ein bisschen an M4, aber ich weiß den Namen gerade nicht. Also bitte nicht hauen, okay? Das Movement overall finde ich eigentlich ziemlich nice, ziemlich smooth und ziemlich schnell. Deswegen muss ich sagen, bockt es richtig, richtig doll. Und wenn ihr auch so ein Infanterietyp seid wie ich und keinen Bock habt, 3 Minuten über die Map zu rennen, kann ich euch nur empfehlen, zwischen D1 und D2 rumzurennen, durch diesen Tunnel da. Gibt einem so ein bisschen das Oldschool-Metro-Feeling und bockt echt extrem. Ich muss sagen, ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass sie eventuell noch einen kleinen Game-Mode noch hinzufügen am Wochenende zu der Open-Beta oder vielleicht eine Variante, eine andere Map oder so, weil so langsam aber sicher habe ich mich an der Map satt gespielt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ist nicht so meine Favorite-Map. Deswegen bin ich echt hyped auf den Release. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Game bis jetzt findet und auch was ihr von der Map haltet. Vielleicht bin das ja nur ich, kann ja sein. Ansonsten schreibt auch gerne in die Kommentare, was eure Favorite-Aufsätze sind oder ob ich vielleicht was verpasst habe. Ich weiß, es gibt rein theoretisch gewisse Statistiken, dass du mit dem Aufsatz besser auf Range bist und höchstwahrscheinlich auch einen besseren Vorteil hast. Aber wie gesagt, die Time to Kill ist so low, dass der, als erstes schießt und als erstes trifft, so oder so den Gunfight gewinnt. Ansonsten war es das auch wieder heute mit dem kurzen und informativen Video. Ich lasse die Clips noch ein bisschen im Hintergrund laufen und springe so lange zurück in den Tornado. Oh Gott, war das cringe. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Wir sehen uns morgen oder übermorgen. Haut rein. Peace out. Tschüssi.